Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von SmackDown vs. Raw 2007 im Season Mode mit Batista und David und mir. Servus! Ja, und wir sind gerade mitten im Match und ja. Jetzt bist du auch dran mit reden. Und ja. Ja. Ja, und ich laufe hier draußen ein bisschen. Ja, genau. Mit Marlina. Marlina, ja. Melina. Melina rum. Ich mach die Meter. Das würde dir so gefallen, wenn du jetzt mit Melina rumlaufen würdest. Du läufst als Melina draußen. Ach so. Okay. Ich habe jetzt gedacht, hey, was will er jetzt von mir? Ja, ja, während Batista hier auf Kane einprügelt, wie der letzte Vollasi-Toni. Stürm! Ich räume noch den anderen Kombinatorentisch auf. Einfach ja, okay. So, weil ich es kann. Weil es Spaß macht. Ja. Du springst jetzt ein bisschen auf den. Das ist so witzig, ich habe immer so viel Kack gemacht. Oh, jetzt habe ich Scheiße, sorry. Was? Ich habe das Turn-Dings abgemacht. Das ist nicht schlimm. Komm her, Kane, komm. Ach, ich brauche ja noch einen Finisher eigentlich, ne? Ja, ist der jetzt schon kaputt? Nee, nee, ich habe noch nichts gemacht, ich hatte ihn nur draufgelegt. Ich brauche erst noch einen Finisher, sonst, dann kann ich halt den coolen Move machen. Jetzt bleib mal aus dem Ring draußen. Übrigens, wenn du wieder da unten an die Ecke gehst, dann kannst du... Ah, jetzt mach ich wieder den bösen Move, der... wenn dich da hinstellst, dann kannst du dich da wieder hinstellen, dann störst du nicht so. Du kannst auch hier... Ja, ey, wenn du da hingehst, wo du eben gestanden hast, da... Und jetzt X drückst da in die Richtung. Näher noch an die Treppe, ja? So, und jetzt... Normalerweise würdest du dich dann eigentlich... Wenn ich Tag-Team-Partner wäre. Ey, was ist das denn? Nee, nee, so würdest du dich dann unten nochmal hinstellen eigentlich. Ich stehe doch unten. Nee, da steht er unten dran und nimmt keinen Kameraplatz weg. Running Bulldog. Ach so. Ja, weil so wird ja immer noch die Kamera dann rausgezoomt, damit es irgendwie bei dir in der Nähe ist. Ja, ah, du, jetzt machst du jetzt einfach nur Freuden. Ja. Ah, okay, du stehst da nicht dran. Ja, ich versuche. Ja, ich weiß nicht, wo ich hier hingehen soll. Ich weiß vom Hardwoppen. Ja, bist halt eine Frau. Also das klang jetzt voll hier frauenfeindlich, aber. Gut, dass bei mir nur Männer zugucken hier. Oder Männer, wenn nicht Zuschauer. Hast du keine weiblichen Zuschauer? Keine Ahnung. Nein, die schauen dann kein Wrestling, ne? Ich weiß es nicht. Ich komme heute gar nicht zum Finisher, ne? Ja, du machst so oft den scheiß mach, Move. Den habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Du hast doch gerade schon gesagt, jetzt habe ich mir den bösen Move gemacht. Ah, der, das ist, weil der die ganze Zeit sich wehrt. Deshalb. Ja, der Böse. Warum wehrt er sich auch? Das ist ja blöd. Das ist der Kontrast. Ja, auf welcher Seite hast du... Ah, da oben, ja. Hört der? Das war dem scheißegal. Der ist einfach mal stehen. Der ist direkt nochmal raus. Der bleibt einfach mal stehen. Das ist auch geil. Oh, nee, das ist Turnbuckle ab. Da gehe ich nicht hin. Ja. Super Sache. Alter, du bist immer so aggressiv. Warum soll der sterben? Ja, weil er scheiße ist. Der hat Melina entführt. Ist doch scheiße, wenn er scheiße ist. Blöde. Ja, es gibt schlimmere Sachen. Es war nur für die Storyline. Das wollte er eigentlich gar nicht. Oh, guck mal. Komm, jawohl, macht auf. Das schaffe ich nicht. Geh ab, komm, geh ab. Aber jetzt habe ich hier schon mal fast den... Fast den Finisher, ja. Ja. Komm, das sieht man von Batista nicht so oft. Arm, Elbow. Da habe ich den Finisher. Der Elbow connects. So, Batista, Hä? Achso, du willst das auf den Tisch machen. Sucht der einen aus? Wo sind die Kommentatoren? Ja, die sitzen. Die sitzen noch dran an dem Tisch. Jetzt, Ah ja. Also sie stehen schon. Kannst du den hier auch durch die Barrikade durchschämmen mit dem S4? Nee. Das ist so nervig. Das ist bei WWE 13 richtig gut, da funktioniert das viel besser. So. Alter! Ich hatte jetzt gedacht, der macht eine Batista-Bomb dadurch. Nee, und das ist der ist da oben drauf klettert und im Ellbogen. Du hast gesehen, wie der geflogen ist.
Ja. Bei mir. Wo ist denn Kane? Kane? Alter. Ist tot. So, vielleicht wird er ja ausgezählt. Das Sieg bei sein, Countdown. Ja. Komm, ich mach mal hier ein paar Freuden-Moves. Freuden-Moves. Das heißt doch Jubel, oder? Taunt. Ja, das heißt doch Jubel, nicht Freuden-Move. Freuden-Move ist so ein bisschen, als wär's ein Puff. Als wär's. Huch! Ja, jetzt ist nicht so ein Countout. Ja, ist ja eh wieder drin. Das war ich da draußen. Du könntest ja mal Waffen reinbringen jetzt. Oder ihn angreifen. Greif ihn an, ja. Mach mal einen Move. Bist du jetzt von alleine rausgegangen oder bist du. Also ich bin. Du bist selbst rausgegangen. Ja. Selbst aber von alleine. Also. Der hat mir ja keiner geholfen. Bist du blöd? Guck mal, soll ich zählen oder was? Ja, zähl mal. Guck mal, can count to 100, ey. Mal schauen, wie lange ich liegen bleibe, ey. Guck mal. Ach, ich dachte, der zählt direkt. Der steht erstmal auf. Ja, der. Alter! Das ist ja schon 20. Alter, und jetzt? Aber er hat doch bis 2 gewartet, bis er ausgekickt hat, ne? Machen wir direkt noch einen. Alter, wie krass war das denn? Bleibt er da 100 Jahre liegen? Ja, das war echt nur, weil der Referee nicht gezählt hat, oder was? Ja. Mecker ich halt mal mit dem Ref. Mal ein bisschen getanzt hier. Das geht bei 2010 auch noch, das ist eigentlich ganz witzig. Da konnte er da, der Asi, voll Asi Kane, ey. Aber der hat nicht mehr viel Lebensenergie, so an für sich. Gelbe Beine, roter Schädel, roter Körper, nur die Arme sind noch ganz fit. Hast du nicht gedehnt? Nee. So. Ja, das Hell in a Cell Match wird mit Sicherheit ein bisschen dauern, das hier dauert jetzt schon 8 Minuten fast. Ja gut, das ist jetzt aber, wenn ich so viel Scheiße mache, ne? Scheiße mit der Scheiße hier. So, Cover. Und dann, was ist jetzt? Voll Assi Move oder was? Release? Ja, aus dem Frei oder was? Nee, nochmal locker lassen. Ich, wenn ich hochdrücke, dann tritt er nach unten. Okay. Interessant. Gut. Das war's dann wohl für The Big Red Machine. Ah, der kommt raus. Nee, glaube ich nicht. Ja, nee, doch nicht. Gut. Wieder ein Match ohne Batista-Bomb. Der gute alte Kane, damals noch ohne Maske. Oder. Ja, Noch. Nee, schon ohne Maske, aber noch ohne Maske, muss man sagen. Ja. Also, er hatte sie nicht mehr, aber hat sie auch noch nicht wiederbekommen. So. Genau. Ist ja alles verwirrend, ey. Mal schauen, wie er ist, wenn er zurückkommt. Nach seinem Match gegen die Wyatt Family. Alter, geht da dieser Motorradfahrer ab. Ja. Aber ich hoffe mal ohne Maske, weil irgendwie. Weiß nicht, ich finde den mit Maske cool, aber den ohne Maske finde ich irgendwie noch cooler. Ja. Weiß nicht, irgendwie. Oder ist halt was anderes. Aber normalerweise ist es ja sowieso so, sobald man die Maske einmal ablegt, hat man sie abgelegt. Ja, dann ist ja eigentlich langweilig. Das gibt's nur in der WWE, dass man die dann nochmal nimmt. Und auch nur bei das Kane. War bei Kane, nee, bei Rey Mysterio. Rey Mysterio hat die ja nie abgelegt. Doch, natürlich. Wann? Als er noch bei der WCW war, hat er gegen Kevin Nash seine Maske verloren. Echt? Hat dann sogar noch eine Zeit lang bei der WCW ohne Maske gekämpft. Ernst? Und die WWE hat dann gesagt, nehmen die Maske wieder an. Ja. Aber Ray finde ich auch mit Maske besser. Ja, weiß nicht, hast du ja noch nicht ohne Maske gesehen. Ich habe also ein Bild von ihm. Ja, gesehen, ich meine jetzt halt. So, ohne irgendwelche noch doofe Nachrichten oder so, geht direkt los. Undertaker, Batista, Kane, Triple Threat, Hell in a Cell, WrestleMania 22, World Heavyweight Championship. Machen wir Multiplayer? Nee. Und kein Multiplayer, also das ist ein Handicap-Match. Ja. Gegen Batista. guck mal, da ist ja der Undertaker, passend zum Match. Passend zum Main Event dieses Parts, dieses Projekts, des Season Modes. Und dieses WrestleMania. Aber das ist auch mal was. Ein Smackdown-Match um den Smackdown-Titel als Main-Event bei WrestleMania. Ist ja auch ein krasses Match. Ja. Aber ein Raw-Superstar ist drin. Ja, das stimmt. Und wenn der jetzt den Titel gewinnt, ist doch eigentlich hier... Das wäre komisch. Aber obwohl, als die ECW bei WWE war, hatte auch Jeff Hart RVD den WWE-Titel, war bei ECW. Ja, nehmen die dann den Titel mit oder wechseln die rüber? Die nehmen den Titel mit, der war ECW und WWE-Champion. Ja, das ist ja ziemlich scheiße dafür. Aber die, also ECW war bei der WWE zum Schluss übel kacke. Die hatten
kommen noch Wrestler da. Ja. Jetzt also, da war die ECW sau klein, die hatten dann ein Roster von 6 Mann. Dass das dann nicht gut ging, war ja klar. Jetzt stell dir mal vor, die ECW hatte nur den einen Titel, den ECW-Titel. Zumindest beim 2008, da war es ja so. Das war immer so, als die ECW bei. Ja, jetzt stell dir mal vor, einer von der von SmackDown gewinnt den Titel, er nimmt den mit und die ECW hat keinen mehr. Ja, dann wird es auch wahrscheinlich. Ja, gut. Dann wäre das nicht lange so. Das würde ja nie passieren, weil die Storys sind ja alle fake. Falls das irgendjemand noch nicht weiß, tut's mir leid. Echt? Ja. Alter, das ist ja mal. Wie, die Storys sind fake? Ja, die. Versuch's das zu erklären. Gut, meine Damen und Herren, Triple Threat Match. Hell in a Cell. WrestleMania 22 Main Event. Batista, Undertaker, Kane, World Heavyweight Champion. Hab's jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, aber ist egal. Dann schauen wir mal, was die drei Kavenzmänner hier so auf die Matte bringen. Außer 1000 Kilo oder sowas. Was wiegen die drei zusammen? Bestimmt irgendwie, was sind dreimal, wow, was weiß ich so, 450 Kilo oder so? Wiegen die doch bestimmt. Na, vielleicht nicht ganz so viel. Obwohl, man weiß es ja nicht, ne? Man weiß es ja nicht. Was machst du denn da? Der ist viel zu weit weg. Ich chille mal. Aber ein Triple Threat ist auch bestimmt Fall. Lange. Ja. Weil die sich ja immer gegenseitig unterbrechen. Ja, das ist das Schlimme. Deshalb hätte ich dann lieber ein, wie heißt, ein, ja komm, machen wir mit dir noch das. Oh, guck mal. Hätte ich lieber ein, wie heißt, Handicap-Match. Ich hab vergessen, wie es heißt. Alter! Mann, wie heißt es denn? Elimination Match. Ach so, ja, das ist besser. Weil dann ist einfach, dann ist jedem egal, was passiert, dann ja, ist ja. Einer weg. Das ist wesentlich besser. Aber das gibt's ja nur extrem selten. Keine Waffen drunter. Oh, schade. Vielleicht auf der anderen Ecke oder sowas. Bei WWE All-Stars, da sind alle Triple Threat Matches Elimination Matches. Echt? Mhm. Das ist cool, weil es ist, also es ist eigentlich. Das doof, ist bei dem, ja. Nee, bei dem Spiel ist das sowieso cool, weil das Spiel von der Steuerung her schwierig ist. Ja, ach, All-Stars ist ja das, wo wir schon Let's Battle gemacht haben. Genau. Ja. Ich stehe schon im Ring. Ja, das ist anstrengend bestimmt, im Ring zu stehen. Komm, Finisher gegen Kane. Hier im, außerhalb des Rings. Ja, mach doch, geht doch bestimmt. Oh, schon wieder Undertaker geht rein da. Nee, geht nicht. Langhaaren. Was machen die denn da? Das ist so geil! Das ist so geil, wenn die das gleiche da hintereinander machen. Das sieht so geil aus. Hier soll ich mal in Ruhe lassen, dass du die Stamina aufladen kannst. Genau. So, die können sich jetzt mal umeinander kümmern. Ja, wie die so geil rausgehen. Das ist. Als ja, Undertaker und Kane haben immer diesen Move. Ey, für Böckschmer, geh mal raus. Apropos rausgehen, ne? Ja. Ich hab mal die Tür aufgemacht. Ich muss halt nur aufpassen, dass die da nicht zufällig jetzt sich pinnen, während ich hier auf den Ring klettere. Auf den, ich hab eine Batista-Bombe. Ich kann jetzt da oben das Teil schon mal. Alter, wenn die sich jetzt da unten pinnen, während ich hier. Weißt du, das wäre jetzt relativ scheiße, ne? Ich stehe auf dem Dach und Undertaker pinnt Kane. Komm doch, du Scheißwichser! Darf ich solche Sachen in deinem Let's Play sagen? Ja. Nö. Doch. Wird zensiert. Ja, ich guck mir den Part nochmal an und schau so, alles raus. So, bisschen kaputt ist es schon. Oh, Gott. Gut, immer. Das ging flott. Eins, zwei. Nee. Boah, das wäre mal witzig gewesen. Das wäre jetzt zu geil, ey. Ich das wäre witzig gewesen. Soll ich mal einen Tombstone gegen den Undertaker machen? Mach mal einen Tombstone gegen den Undertaker, ja. Ladies and Gentlemen, Tombstone Pile. Der hat die Hände im Undertaker. Driver. Das ist wirklich eine schmerzhafte Aktion. Ja, aber. Gott, ist ja gut. Alter, wie der das Cover unterbrochen hat, so zick, einfach so kurz wie so ein Schwucht dagegen getappt, so bumm. Alter, wie geil. Wie geil ist das denn?
Alter, dich kann man ja leicht zum Lachen bringen. Oh Gott. Leck mich doch im Arsch. So. Achtung! Ah, nee, ich dachte schon, der kann man. So, und jetzt gleich Batista Bomb gegen Big Red Kane. Big Red Kane. Ich kenne auch Solomon Kane. Das ist ein Film, oder? Das ist, ah ne, Solomon Grundy ist der Typ aus Batman. Huch, jetzt habe ich... Jetzt gibt's erstmal keine Moves gegen die den Pin verstärken, weil ich könnte ja mal Batista Bomb gegen den Ref machen. Das nennt man dann unnötig. Ladies and Gentlemen. Ich meine, Pinhead ja eh nichts gebracht, aber ein bisschen tot machen und so. Pinhead. Wir reden ja nicht vom Pinhead. Oder Freddy Krüger oder jetzt, Jason Voorhees, Michael Myers. Hast du bald alle, die du kennst. Chucky, Leprechaun. Chucky, Alter, ich hätte fast gewonnen, ne? Wie heißt es? Wie heißt es? Pennywise. Pennywise, genau. Pennywise. Was haben wir denn noch hier? Leprechaun. Der Rolf, Dracula. Dracula, Frankenstein. Der Unsichtbare. Das Monster, meinst du? Der Wolfsmensch, das Ding aus dem Sumpf. Ja, nee, der Schrecken vom Amazonas heißt das. Oder Ding. So, ja. Was haben wir denn noch? Charlie the Unicorn, nee, das ist kein. Der ist auch gruselig. Undertaker. Undertaker. Boogeyman. Boogeyman. Wobei der Boogeyman ist echt ein Film. Ja, das sind drei Filme. Ja, und Boogeyman ist ja auch allgemein ja, klar. Der schwarze Mann. Scarecrow. Ja, nicht direkt ein Horrorcharakter, aber Batman. Oder, ja. Hier, ich mag echt. Ja, mach du eine Batista Bomb. Right macht er wahrscheinlich. Nee, was macht der? Der dreht sich einfach im Kreis. Das ist der Cesaro Swing vom Undertaker. Mit Kane auf dem Kopf halt. Ey, vielleicht schaffe ich's ja. Ich hab noch einen Finisher. Komm gegen Kane jetzt. Ja, der ist gerade beschäftigt. ich bin voll der Assi, ey. Chokeslam. Jetzt hat jeder mal seinen Finisher gezeigt, beziehungsweise hat von jedem den Finisher mal gesehen. Ich hab von jedem den Finisher gezeigt. Außer von Batista. Doch, Batista hat was auch gemacht. Nee, wann denn? Doch, gegen den Undertaker. Wann denn? Doch. Wann? Zwischen dem Pile Driver und dem Chokeslam. 100 Pro. Hast du gezeigt. Jawohl. Das war's. Meine Damen und Herren, mir fällt gerade ein, der Part ist viel zu lang. Aber das ist egal. Egal, dafür ist das Match jetzt rum. Das ist halt der besondere Endpart. Genau. Der lange End, wenn das jetzt wirklich das Ende ist. Wir wissen ja nie. Hoffentlich hören wir jetzt noch so ein richtig cooles. Das ist der erste Titel, den wir gewonnen haben. lassen wir jetzt den Part noch laufen, bis... Ja, wir lassen ihn laufen, bis vorbei ist. Machen wir halt einen Special-Extra Endpart. Falls es das Ende ist. Wenn nicht ein Special-Extra, wir haben den Titelpart. Yeah. He did it. We did it, yeah! Stop Dora. Oh, wo kommt die denn her? Und die anderen zwei sind schon raus, ne? So, dann schauen wir mal. Oh, jetzt bekommen wir ein Angebot. Willst du nicht zu Raw? Und dann sind wir doch direkt weiter. Das sehen wir gleich. WrestleMania. Oh, wir haben die Arena freigeschaltet. Und Immortals Package. Und wir haben jetzt den World Heavyweight Championship. Wir sind jetzt World Heavyweight Champion. Und der Boogeyman schon wieder. Der wäre cool, wenn der mal wieder zurückkommt. Ja, finde ich auch. Das wäre echt geil, wenn der mal wieder zurückkommt in die WWE. Schreibt alle eine E-Mail an die WWE, die soll den Boogeyman zurückbringen. Genau. Wir machen jetzt hier einen Flashmob. So, meine Damen und Herren, dann gucken wir mal, ob es noch weitergeht oder nicht. Wenn nicht, dann haben wir... Herz um den Hals hängen. Ja. Es gibt ein neues Magazin. Genau. Wir schauen mal, oder sollen wir noch einen Break machen? Wir machen jetzt weiter und dann... So, The Brothers Grimm. Ja, also das Übliche, ne? Wer lesen will, ist klar im Vorteil. Nee, wer lesen will, kann anhalten. So. Ja. Dann gucken wir mal noch, wie es aussieht, was wir jetzt freigeschaltet haben. Was für ein Package?
Immortals und sterblich. Also vielleicht, ja, und sterblich wahrscheinlich irgendwelche Legenden. Ja, oder vielleicht der Undertaker, der alte Undertaker. Oder so. Masked Kane. Hier? Da war doch was. Kostüm. Nee, Masked Kane, ah, den haben wir schon. Es war doch bei den. Ach, da ganz oben, einiges. Ja. Hulk Hogan, siehst du? Und The Rock. Okay, dann kaufen wir die jetzt mal. Wir können ja mal irgendwann noch ein Part mit The Rock machen. Hulk Hogan, The Rock. Gut, dann gehen wir jetzt mal durch die Tür und schauen, ob da jetzt... Was kommt, ja. Was kommen mag. Notfalls musst du die halt von Hand schneiden, wenn es jetzt noch... Soll mir in die Hand schneiden? Ja, das kannst du auch. Jetzt hier live. Live und in Farbe. Obwohl, wir haben ja keine Kamera, wir haben ja keine Facecam. Wir filmen das einfach. Aber falls jetzt kommt, geht zu Raw oder so, dann... machen wir das. Beenden wir das Projekt trotzdem. Und werden dann irgendwann mit einem Raw-Superstar einfach den Season-Mode zocken. Ja, genau, damit wir auch ein bisschen Abwechslung haben. Was den Superstar angeht, genau. Ja. Du bist gefeuert. Ich glaube, wir können jetzt zu Raw wechseln. Oh, thanks. I'd rather stand. Suit yourself, dog. Now, I ain't gonna beat around the bush here. I'm just gonna come right out with it. You've just been traded to Raw. Okay. What do you mean I've been traded? Easy, easy. They really wanted you over there, player. You're exactly what they need to take Raw to the next level. And look, I'm not happy about losing a superstar of your caliber. But they made me an offer I just couldn't refuse. Believe that. They gave me everything except TV time on Monday nights to get your contract. Well, I guess it's not hard to see why. And that WWE title would look great around my waist. See? That's what I'm talking about. So thanks for everything you've done for SmackDown, player. And good luck to you on Monday Night Raw. Good luck to me. Hey, no hard feelings, but you're the one who just traded the best superstar on your brand. Let me wish you luck. Because now that I'm a Raw superstar, SmackDown's gonna need it. Das war ja eher ein Heel-Verhalten jetzt von Batista, ne? Mhm. Gut. Das heißt, wir brechen das, also wir hören jetzt hier das, auf und... Was heißt brechen ab? Brechen ab, ja, ist heißt, ja falsch, wir hören auf. Das war's. Och, es geht direkt los. Das können wir uns noch schnell anschauen, aber dann... Schauen wir mal, was wir jetzt verpassen. Und geil. Das war was. Wieder was mit Mr. Kennedy. Naja, meine Damen und Herren, das war's dann mit dem längsten Part dieses Projektes, allgemein mit dem Projekt. Wie gesagt, wir werden dann eben nochmal mit drauf einem Raw-Superstar den Season-Mode zocken. Vielleicht auch nochmal mit Da Rock oder was weiß ich. Das müssen wir schauen. Wir werden sehen, das war's mit dem Season-Mode mit Batista. Wir lieben euch. Mit SmackDown vs. Raw 2007. Schreibt uns in die Kommentare, wie euch das ganze Projekt gefallen hat. Und wir sehen uns dann in anderen Videos wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss. Ciao.